Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video schauen wir uns einfach mal ganz entspannt gemeinsam an, was ihr tun könnt, wenn euer FIFA 21 nicht startet. Da gibt es ein paar Wege, die ich euch gerne ans Herz legen würde und deswegen bleibt unbedingt dran. Bevor wir allerdings ins Video reinstarten, habe ich noch eine klitzekleine Bitte an euch. Und zwar würde ich mich wirklich unfassbar über ein Like, Abo und Kommentar von euch freuen. Sorry dafür. Wir gehen jetzt direkt ins Video rein und zwar, was können wir machen? Zu Beginn würde ich euch unbedingt empfehlen, dass ihr mal schaut, dass ihr euren PC mal neu startet und auch FIFA 21 probiert im Administrator-Modus auszuführen. Das heißt, wir klicken einfach rechtsklick auf unsere Desktop-Verknüpfung und klicken hier mal auf als Administrator ausführen bzw. Run as Administrator. Das zu Beginn erwähnt. Dann gehen wir weiter und zwar gehen wir einfach mal in den Task Manager. Und suchen uns jetzt hier, gehen hier einmal auf mehr Details und hier suchen wir uns jetzt alle Prozesse raus, die mit FIFA 21 zu tun haben. Können auch gerne einmal nach Namen sortieren und dann zu F gehen und dann hier mal alles, was mit FIFA 21 zu tun hat, einmal schließen. Das heißt einfach anwählen und auf End Task zu drücken. Und dann können wir den Task Manager auch schon wieder schließen. Und wir können zurück auf unsere Desktop-Verknüpfung von FIFA 21 gehen, Rechtsklick drauf und auf Eigenschaften. Und dann auf Kompatibilität, also in den Reiter Kompatibilität. Und hier können wir dann einmal den Kompatibilitätsmodus einschalten, das heißt hier einen Haken setzen und Windows 8 auswählen. Ist auch standardmäßig, glaube ich, ausgewählt. Und dann hier bei den Einstellungen hier unten auch noch die Vollbildoptimierungen einmal deaktivieren und das ganze Programm standardmäßig als Administrator auszuführen, macht meiner Meinung nach auch Sinn. Dann können wir einfach auf Apply drücken. Und hier könnten wir rein theoretisch das Ganze auch noch für alle Benutzer gleichzeitig übernehmen, wenn wir das wollen. Brauchen aber die, denke ich mal, die wenigsten von euch. Klicken auf OK und sind schon fertig. Jetzt sollten wir FIFA 21 wieder ganz normal starten können. Wenn das so ist, lasst mir gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Wenn nicht, unbedingt ein Kommentar auch da lassen. Dann werde ich euch so schnell es geht antworten, finden sicher eine Lösung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao Leute, pfiat euch und baba.